Und jetzt, das sehen Sie die ganze Zeit, ne? Hier hinter der Kamera, tigert der die ganze Zeit lang, ne? Der macht sich warm, der ist aber auch, habe ich das Gefühl, sehr nervös. Der Mann, der jetzt kommt, er ist sehr groß. Ja, er ist Handball-Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger, deutscher Meister im Handball. Kann tanzen, kann backen, kann alles. Hier ist Pascal Henz. Mein Name ist Pascal Henz, ehemaliger Handball-Nationalspieler. Durfte mit der Nationalmannschaft Weltmeister werden, Europameister werden. Ich habe einen Heidenrespekt vor dieser ganzen Geschichte, weil eben eine Höhe ins Spiel kommt. Das ist beim Tanzen ein bisschen anders gewesen. Du hast immer Bodenkontakt, aber wenn du dann irgendwo frei aus 5 Metern irgendwo hinspringst oder möglichst richtig im Wasser aufkommen sollst, das ist ein anderes Kaliber. Mir fehlt der Bodenkontakt einfach. Du bist halt ein bodenständiger Typ. Aber ich bin natürlich ein Sportler, ich bin ehrgeizig und ich will da das Beste aus mir rausholen. Mach irgendwas, aber mach's gut. Zack! Ich habe halt früher vom Dreier Arschbomben oder Entchen gemacht und du hast halt irgendwelche Bewegungen schon in dir drin, weil du die einfach immer gemacht hast, wenn du ins Wasser gesprungen hast. Und das ist gerade für mich schwierig, diese wieder rauszubekommen. Mach nochmal! Ich bin total frustriert, wenn was nicht funktioniert. Weißt du, du darfst nicht oben mit der Schulter so weit nach hinten. Ich komme hoch. Mein erster Blick ist ja immer zum Coach. Und dann sehe ich schon in den Augen, okay, das war wieder nichts. So hoch und dann oben versuchen zu drehen. Ich habe hart trainiert, um da unten gerade ins Wasser zu kommen. Also hau mir jetzt einen raus. Auf geht's. Handstand, Salto, vorwärts gehockt. Schwierigkeit 3,5 vom 7,5er. Meine Güte. Pommes, schön, dich hier zu haben erstmal. Ja? Du bereicherst jede Show. Und ich kann den Zuschauern verraten, du wolltest eigentlich vom 5-Meter-Turm antreten. Dann haben dir die Trainer aber geraten, bei deiner Größe keine gute Idee. Klär uns mal auf. Ja, ist richtig. Ich habe eigentlich gesagt, auf keinen Fall gehe ich höher als 5. Dann bin ich aber bei dem Sprung... Auch Höhenangst so ein bisschen und Respekt. Eigentlich keine Höhenangst, aber großen Respekt vor der Höhe. Und dann habe ich aber diesen Sprung, den ich jetzt mache, zweimal von 5 Meter gemacht und bin zweimal auf den Oberschenkel. Ja, zeig mal, was passiert ist nämlich. Das wollen wir nochmal... Au! Der ist ein bisschen blau. Ein bisschen nur. Und was sagen dann die Trainer? Du musst auf 7,5. Da sagst du natürlich in dem Moment erstmal, ich glaube, es geht los. Aber dann habe ich irgendwann habe ich mich getraut und einmal probiert. Und es ist halt so, du kommst natürlich dann ein bisschen weiter rum. Und ich bin nicht auf dem Oberschenkel gelandet, also muss ich von hier oben springen. Ja, und das machst du gleich. Und wir haben ja gerade schon gesehen, also du bist ein echtes Allround-Talent, was die TV-Landschaft angeht. Aber du warst natürlich auch jahrelang ein echter Spitzensportler. Champions League gewonnen im Handball, Finale gespielt. Damals aufgeregter gewesen oder heute? Handball war ja mein tägliches Geschäft, also heute bin ich aufgeregter als vom Champions League-Finale. Wahnsinn. Okay, dann lassen wir dich springen. Viel Spaß. Dankeschön. Und bitte sehr. Ein gewohntes Bild. Pommes im Schwimmbad. Muss ich machen. Musst du sein. Ist okay. Schwierigkeitsgrad 3,5. Wenn er eine einigermaßen saubere Ausführung hinbekommt, sehen wir ihn im zweiten Durchgang wieder. Wenn. Pommes Henz. Schönes Ding. Kommt nicht ganz gerade rein, aber ist auf jeden Fall sichtlich zufrieden, das darf er sein. Ja, das ist Erleichterung. Ja, weil er hat es ja gerade beschrieben, die 7,5 Meter, die verlangen Respekt. Ja, so ein bisschen flach, ne? Aber ja, er kommt nicht ganz in die Streckung. Also von 5 Meter wäre das schwierig geworden, das kann ich dir schon mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Hätte das mal von 10 gemacht. Ja. Jetzt bin ich gespannt auf die Wertung, aber nochmal, er hat einen hohen Schwierigkeitsgrad von 3,5. Das kann durchaus reichen, das wird durchaus reichen für den zweiten Durchgang, das steht jetzt schon fest für Pommes. Komm her, mein Lieber. Komm, wir fangen mal mit guten Nachrichten an. Also, Wertung okay, aber ganz sicher in der zweiten Runde. Das ist schön, oder? Du darfst auch mal ran. Ja, das ist schön. Also, das war wirklich, kostet einen immer wieder Überwindung, weil es halt einfach relativ hoch ist und man guckt ja schon einmal runter. Erklär mir mal bitte, also ich kann mich da vorne noch nicht mal hinstellen, um ein Interview zu führen richtig mit euch. Wie macht man in 7,5 Metern Höhe einen Handstand?
Das ist ja kein Handstand, wenn wir ehrlich sind. Ja so gut, aber dann ja noch schlimmer, wenn du das Gefühl hast, ich kann es nicht richtig kontrollieren. Ja, wir werden noch bessere Handstand nachher sehen von Philipp, den habe ich nämlich schon gesehen. Ich bin mit dem sehr zufrieden. Ich habe einfach versucht, möglichst zumindest ein, zwei Hundertstel zu halten. Anderes Problem ist aber, das habe ich schon immer nach der Handballkehre, ich kriege meine Beine nicht mehr richtig gerade. Ein bisschen gespritzt hat. Ne? Ein bisschen gespritzt hat. Und sag mal, haben wir das andere Bein auch blau gekriegt oder geht das noch? Doch, auch. Sind beide ein bisschen blau. Ah, klasse. Auf uns ist Verlass, auf dich sowieso. Klasse Auftritt. Dankeschön. Pascal Lenz! Ja, also richtig gut. Und wer sich mit blauen Flecken auskennt, ne, das zwirbelt schon. Und du hast ja immer im Hinterkopf, wenn du da nochmal drauf knallst aus 7,5 Meter, Kompliment. Wir haben mittlerweile 7 Springerinnen und Springer gesehen in der Einzelwertung. Ich würde vorschlagen, wir gucken alle zusammen nochmal in Ruhe drauf, wie sich das in der Tabelle im Moment darstellt. Und da werden wir sehen, eine unfassbare Punktzahl von Stefanie Edelmann. 104 Punkte. Das ist der Wahnsinn. Und dahinter Jolina. Ja, dann Nicolas Puschmann auf der 3. Pascal Henz eben gesehen mit diesem Handstandsprung vom 7,5er auf der 4. Paul Janke. Ich bin überrascht, dass Filip Pavlovic im Moment da wahrscheinlich sogar zittert, Schwierigkeiten bekommt. Zittert. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf Platz 2 eingehen. Das freut mich dermaßen für Jolina, weil das ist so eine Quirlige, haben wir früher immer gesagt. Die hat Hummeln im Arsch. Ja. Richtig gut. Und 3 haben wir noch. Jetzt kommt eine Dame. Die hat auch ein paar Schmerzen während des Trainings erfahren, glaube ich. Ja, wir sollten noch nicht zu viel verraten, aber Nein. Da war was los, wenn die auf dem Trainingsbrett stand. Wahnsinn, hier ist, wir kennen sie aus dem Dschungel, Linda Nobert. Ich bin die Linda Nobert, bin 23 Jahre alt. Ich würde mich selbst als sehr selbstbewusst bezeichnen, auch als klug und als wenig sportlich. Und warum machst du dann hier mit? Gute Frage. Ich mag Herausforderungen und für mich ist es auch einer der größten, ins kalte Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, zu springen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich kann nicht besonders gut schwimmen. Und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen, hier mitzumachen. Ist nicht schlimm, wir haben noch ein bisschen Trainingszeit. Wir bekommen das hin. Also ich habe keine Höhenangst. Aber ich habe Tiefenangst. So eine meiner größten Ängste ist zum Beispiel die Tiefe des Ozeans. Wir sind in einem Schwimmbad. Ja, Gott sei Dank. Sonst wäre ich ja nicht hier. Dann ist ja gut. Eigentlich bin ich die komplett Falsche für diese Nummer hier. Aber gerade deswegen will ich zeigen, dass ich es kann. Na, dann ist ja super. Delfinkopfsprung gehockt. Schwierigkeit 2,0 vom 3-Meter-Brett, liebe Linda. Du hast uns gerade erklärt, warum. Und dass du im Pool gut aussiehst, haben wir ja schon beim Bachelor gesehen. Was kannst du denn am Sprungbrett? Also ich muss sagen, ich kann tatsächlich nicht schwimmen. Ich habe es gelernt in den letzten Wochen. Ja, ein Glück, dann hat sich doch schon richtig gelohnt hier. Auf jeden Fall. Ich habe großen Respekt davor, was die alle hier leisten. Und auch vielen, vielen Dank an das Publikum, dass ihr so gut dabei seid. Weil ich wirklich, vielen, vielen Dank. Und natürlich alle, ich habe großen Respekt davor. Ja, aber du wirst das irgendwie meistern. Wir gucken dir jetzt dabei zu und wünschen dir erstmal viel Erfolg. Linda. Ich würde sagen, wir lassen sie einfach in Ruhe. Ja. Ja, das sah doch gut aus. Also wir haben das auch in den Proben ganz anders gesehen, weil der Kopf bei ihr immer eine Rolle gespielt hat. Jetzt kommt sie da kopfüber rein, also Richtung hat gestimmt. Also das ist um Längen besser, als wir es in vielen Trainingssprüngen gesehen haben. Wir haben das schon mehrfach erwähnt. Es ist immer die Frage, wo kommst du her? Und wenn wir sie vor ein paar Stunden hier im Training gesehen haben, da hat sie oft abgebrochen. Ist immer wieder aufs Brett und jetzt diese Leistung kann sich sehen lassen. Platz 8, das liegt natürlich auch daran, dass die Schwierigkeit jetzt nicht allzu hoch war. Aber ganz ehrlich, liebe Linda, ich feiere dich jetzt mal gemeinsam mit unserer Halle hier in Berlin so richtig ab, weil
Wir haben dich heute ja schon ein bisschen länger beobachtet und es hat dich so viel Überwindung gekostet. Da haben ein paar Sprünge überhaupt nicht funktioniert. Du bist teilweise vom Turm wieder runter. Ich mache es nicht, ich tue es nicht. Das ist ja auch ein Wechselbad der Gefühle, was man dann da so an einem Tag erlebt. Wie stolz bist du jetzt auf dich? Also ich bin mega, mega, mega stolz auf mich. Und ich muss es nochmal sagen, wenn man bedenkt, dass ich vor 6 Wochen nicht schwimmen konnte und noch nie gesprungen bin, bin ich so stolz auf mich und stolz auf alle, die hier auch mit dabei sind. Ehrlich. Ich bin so stolz. Und man muss sich manchmal einfach trauen. Die Welt gehört den Mutigen. Das hast du uns gezeigt. Vielen, vielen Dank. Linda! Buschel und Jan, bitte. Ja, wir sind ziemlich am Ende des ersten Durchgangs im Einzel. 8 von 10 Springerinnen und Springern haben wir schon gesehen. 2 kommen noch in diesem ersten Durchgang. Und einer steht schon oben bereit. Ein großer, kleiner. Wir freuen uns auf Matthias Mester. Mein Name ist Matthias Mester, ich bin 35 Jahre alt und ehemaliger paralympischer Speerwerfer. Und jetzt steht die neue Herausforderung an, das Turmspringen. Ich bin ehrlich, ich bin noch nie vom 5er gesprungen und einen Kopfsprung vom 3er habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe ja kürzere Arme, kürzere Beine. Nee, ich weiß nicht, ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist. Bei mir ist halt alles zack, zack, schnell fertig. Anstatt ein Salto habe ich dann auf einmal aus Versehen 2 gemacht und mit dem Gesicht dann schön aufs Wasser. Klein anfangen, groß rauskommen. Wer siegen will, muss baden gehen. Salto rückwärts gestreckt. Schwierigkeitsgrad 2,5. Das Ganze vom 3-Meter-Brett, Matthias. Und jetzt warst du so lange bei Let's Dance mit dabei. Im Finale hattest du überhaupt Zeit, dich vorzubereiten hier aufs Turmspringen? Ich glaube, ich hatte 3 Trainingseinheiten und habe so viel mitgenommen, wie geht. Ich bin, wie gesagt, vorher auch noch nie mit dem Kopf voraus vom 3er oder geschweige denn mal vom 5er gesprungen. Aber ja, mir geht es darum, natürlich die Herausforderungen anzupacken. Und ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und hoffe, toi, 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 dass alles gut geht. Was ist die größte Herausforderung für dich persönlich? Meinst du jetzt im Vergleich Let's Dance und Turmspringen? Nee. Generell, was ist Höhenangst? Haben viele das Problem? Irgendwie rückwärts, Salto? Was ist deine größte Herausforderung hier beim Turmspringen? Boah, ja, einfach gerade ins Wasser zu kommen. Also beim Vorwärtssalto ist es schon sehr schwierig, weil ich bin einfach so klein und wendig und dann manchmal zu schnell und dann zack, drehe ich so schnell und dann klatscht es. Ich hoffe, wir sehen es heute nicht. Wir sind sehr gespannt. Hier kommt dein Sprung. So, nicht, dass wir da jetzt das Paul-Janke-Problem haben, genau, weil er gerade vom Salto vorwärts gesprochen hat. Jetzt, nee, er dreht sich um, das ist der rückwärts. Er wird eine saubere Ausführung brauchen. Er wird so 6 Punkte im Mittel brauchen, um in den zweiten Durchgang zu kommen. Matthias Mester. Wegen des geringen Schwierigkeitsgrads. Aber wir haben schon gesehen, den kann er. Ah, überdreht. Ja, überdreht. Ich will es noch nicht einschätzen. Werden wir gleich in der Zeitlupe noch mal genauer sehen, aber das war schon mehr überdreht als andere am heutigen Abend. Ja, da merkt man selber, wie er den Ruck in, er will das ausgleichen. Aber das können wir jetzt schon festhalten. Es reicht wegen der doch recht hohen Wertung für Matthias Mester. Er ist in Durchgang 2 dabei. Matthias, komm mal mit dazu. Das ist deine Wertung. Platz 5, damit bist du in der zweiten Runde mit dabei, aber du hast dich geärgert. Ich muss nochmal springen? Ja, du musst leider nochmal springen. Yay! Yay! Also wir freuen uns drauf. Vorwärts. Ach komm, dann gucken wir mal ein paar Slow-Mos hier, so sah das aus. Wobei ich das Gefühl hatte, beim Auftauchen warst du nicht ganz zufrieden. Nee, ich habe mich so ein bisschen überdreht, glaube ich. Aber zumindest habe ich zum Schluss noch die Arme zusammenbekommen. Wenigstens zum Schluss, ne? Ja. Ja, aber das ist ja genau die Problematik, die du uns quasi vor dem Sprung erklärt hast. Das hast du alles im Kopf gehabt. So la la, oder wie ordnen wir den Sprung jetzt ein? Geht auf jeden Fall besser, aber ich bin sehr zufrieden und freue mich jetzt natürlich auf den zweiten Sprung. Ja, da kannst du es ja auch besser machen noch. Ganz große Klasse, vielen Dank, Matthias. Ja, er hat sich vor dem letzten Springer hier im ersten Durchgang auf Platz 5 gesprungen, also damit ganz sicher unter den besten 8. Da muss man kein Albert Einstein sein. Nee. Und jetzt kommt
jemand, wo ich sage, vielleicht erleben wir jetzt was beim Turmspringen, was man noch nicht allzu häufig gesehen hat. Er ist einfach ein begnadeter Sportler, ne? Ja, und hat natürlich das, was er hier in der Luft macht, auch in seinem Sport gemacht. Ist ja mehrfacher, was ist er, Europameister? Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften. Bei Olympia hat es nicht ganz geklappt, aber er hat ordentlich abgeräumt im Kunstturnen. Ja, und daher kommen eben auch diese Bewegungen. Die hat er drin, wie er die aber abliefert hier. Bei diesem Turmspringen, das werden wir jetzt sehen. Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist. Herzlich willkommen, hier ist Philipp Boy. Ich bin Philipp Boy, habe früher mal einen wunderschönen Sport, das Kunstturnen ausgeübt, aber bin da schon sehr viele Jahre raus, deswegen nicht zu viel erwarten. Also wirklich, ich dachte, die ganze Sache wäre einfacher. Wie ein Salto geht, natürlich weiß ich. Ich weiß, wo bin ich in der Luft. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht. Es sind doch sehr viele Unterschiede. Vor allem die Höhe, die unterschätzt man total. Come on. Wer mich kennt und mich in den letzten Shows gesehen hat, der weiß, ich verliere ungern. Ich habe schon den Trainer gefragt, ob ich auch mal hier übernachten kann, weil ich muss natürlich die Verbindung zum Turm noch ein bisschen mehr herstellen. Manchmal macht er andere Sachen mit mir, als was ich mir vorstelle. Der Turm und ich, wir werden eins. Also das Finale sollte auf jeden Fall drin sein. Mit der Schwierigkeit 3,5, 1,5 Delfinsalto gehockt. Das ist das, was wir gleich von Philipp Boy hier vom 5-Meter-Turm sehen. Und du bist ein begnadeter Turner gewesen. Inwiefern hat dir deine Turnkarriere jetzt beim Turmspringen geholfen? Also das Gute war, dass ich weiß, wie ein Salto geht, ja, dass ich so ein bisschen weiß, wo ich in der Luft bin. Aber wir Turner sind eigentlich geneigt dazu, auf dem Bein zu landen, ne, und eben nicht kopfwärts einzutauchen. Also da gibt es doch schon arge Differenzen zwischen dem Turnspringen und dem Turn, aber... War die Vorbereitung vielleicht das härteste Training, was du jemals gemacht hast, seit du deine aktive Karriere beendet hast? Auf jeden Fall die schmerzhafteste. Okay, also, ja. Also das, ich kann nur... Hast du auch so blaue Flecken gehabt wie der Pommes? Ja, meine Schulter, die war komplett blau immer gewesen. Deswegen habe ich diesen Einsprung, den man im Einspieler gesehen hat, den habe ich an ACTA gelegt, da habe ich gesagt, ne, das Ding kriege ich nicht sauber hin. Haben mal kurzerhand mit dem Trainer neuen Sprung geübt und den versuche ich jetzt zu machen. Den kannst du jetzt aus dem FF. Wir sind sehr gespannt. Ja, viel Spaß, viel Freude. Philipp Boy. Ja, jetzt ist es das RTL-Turnspringen. Er ist so ehrgeizig. Ja, ich wollte gerade sagen, er erwartet immer alles von sich und wir aber auch eine ganze Menge. Ja, aber man hat in jedem sportlichen Wettbewerb auch Favoriten schon mal straucheln sehen. Also, er muss das Ding erstmal runterbringen, ne? Ja. Laura hat alles zum Sprung gesagt. Philipp Boy, letzter im ersten Durchgang. Ja. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, ja, oh ja, oh ja. Der anderthalbfache Delfin-Salto gehockt vom 5 Meter, 3,5. Der Schwierigkeitsgrad und das in einer, ja, gerade die Hocke perfekt und auch das Eintauchen. Ich würde sagen, es könnte die Eins sein. Nein. Nein? Nein. Nein. Egal. Mit Punkterichtern kennst du dich ja aus dem Turnen, ne? Ja, also ich würde mal sagen, sie wollen spannend halten. Du bist nicht zufrieden. Doch, ich bin natürlich sehr zufrieden. Nee. Ja, ich habe ein bisschen überdreht, wer es gesehen hat. Aber am Ende, jetzt konnte man in den Wettkampf reinstarten. Stefanie freut sich und als nächstes geht's dann weiter. Ey, Wahnsinn, aber also für mich sah das natürlich aus wie gekonnt, nie was anderes gemacht. Mega, mega, mega gut. Aber du hast auch so ein bisschen Verbesserungspotenzial erkannt. Ja, also bin ich den generell immer zu weit nach hinten gesprungen. Aber das ist Detailsachen, das interessiert euch alle nicht. vielen Dank, ja, für den Applaus.
Ja, eine schnelle Frage habe ich noch, Philipp, weil mich das total interessiert, auch immer bei Spitzensportlern. Ich meine, du musst ja auch vor deinen Turnwettkämpfen immer so fokussiert gewesen sein. Hast du bestimmte Rituale und hast du das heute auch angewandt? Also ich gehe immer noch mal den Sprung, bevor es halt losgeht, immer noch einmal kurz im Kopf durch. Das ist halt dieses Visualisieren, was wir gelernt haben als Athleten. Und manchmal klappt es und manchmal nicht, ne? Ja. Und deswegen bist du Spitzensportler und wir drei nur Gesichtsvermieter. Wir kommen hier kurz vor der Show an und machen Späßkes. Und du bist der große Superstar. Mega Sprung, Philipp Boy. Ja, Spitzensportler durch und durch. Vor allem, wer kommt hier kurz vor der Show an? Seit drei Tagen lerne ich das alles aus. Ja, du hast hier gepennt. Das wissen die wenigsten. Hier auf dem Moderationspodium gepennt.